Willkommen zurück, liebe Leute, zu Let's Play Super Mario Land, so rum. Wir sind Level 1, 3, machen erstmal ein Self-State, fällt mir gerade ein. Sorry, das muss aber sein. Weil da sind wir einfach viel, viel besser dran. So, Welt 1, 3. So, bitte. Stopp. So, jetzt geht's weiter. So, na, wir haben im letzten Part erfolgreich nach langem Rumgedudel die erste und zweite, ja, die ersten beiden Level gemacht. Das ist ja schon mal was, ne? Und hier wird's, man erkennt es schon komplizierter. Und deshalb werden die für den Part wahrscheinlich doppelt so lang brauchen. Aber den sollte ich im optimalsten in hochgeladener Form auch noch am 30. sehen. Weil das ja erst so ein Projekt sein soll, was das um Silvester machen will. Und halt auch nicht so lang gehen soll. Und es ist halt vor allem, das mir am meisten wert, ein Überraschungsprojekt. Denn das war überraschend. Da kommt, da ist was nicht traut. Nein. Gut. Gut, 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 soweit. Pass auf, die Dinger gehen dann nämlich auch durch. So, das ist, das finde ich ganz sick gemacht. Sowas sieht man nämlich noch relativ selten im Mario-Spiel. Und zwar? Diesen sicken ägyptischen Style. Stil. Der ist sick. Der ägyptische Stil. Ja, der ist aber echt sick, muss ich sagen. Was? Ich hab gesagt, der ägyptische Stil. Und du hast gesagt, der wird aber schon echt schick, muss ich dir sagen. Also. Ja, GG, sowas gibt's, ne? So. Und das Game. Achtung, da fällt wieder was runter. Ja, das ist ja echt schlimm. Man müsste das ja eigentlich sperren wegen. Du weißt doch, dass dieser Typ da ist. Spring doch einfach direkt da drauf. Wenn die Frage ist, was im Block ist, nix. Doch, das weiß ich. Aus dem Let's Play, da ist nix. Wenn das der war, von dem ich meine, dass das ist. Weiß nicht. Das weißt du nicht. Ja. Hoch! Oh, ernsthaft hoch. Hey, oh. Oh, Junge, das bringst du hoch, verstanden? Ja, ich hab's versucht. Du hast versucht? Ja. Dann sieht deine Versuche so lala aus. Ich tue direkt zum Fell. Na, nicht für uns alle besser. Alle besser. Oh, Kind. Ey, was ist das? Weißt du, theoretisch, das ist alles nicht gecuttet, nicht gescriptet, das ist alles deine erste Dummheit. Erste Dummheit. So. Ja. Und der Soundtrack ist ein nice Ägyptisch. Was? Und weißt du, dieser 8-Bit-Sound macht halt irgendwie auch wieder Bock auf dieses Game. Außer man bekommt auf Biegen und Pressen nicht hin. Aber ich dachte mir, hey, in Odyssey sind wir so gut, dann bekommen wir das hier auch hin. Und das bekommen wir jetzt auch hin. Okay, so, ich bin jetzt auch mal eine Runde. Einfach schauen, ob ich besser bin oder noch verdummter. Da kommt nichts raus. Kommt da was? Nein. Gut. Da fällt dann doch nichts. Da kommt nichts raus. Alles andere wäre auch ein bisschen heavy. So. Oben rauf. Hui. Gott, das ist doch hoch. Und das hat mich mal gar nicht mal so dumm getan. Was ist das?
Nein. Aber ich bin weiter. Lade mal. So, ich komme jetzt noch hin. Wir wissen, Tanis, wie es geht. Der Brau hat's vorgemacht. So, und jetzt hol ihm was zum Trinken. Und du schaust, dass du jetzt vielleicht irgendwie andersweise hinbekommst. Ja. Aber nicht so. Ja. Oh, ich weiß ja, wie war schlecht, ja. Gut, dann warte ich jetzt, bis du das zweite Mal verreckst. Was du aber nicht absichtlich machst, um das mal klarzustellen. Keine Motivation, um dies absichtlich zu tun. Na dann. Directly hoch. Vor allem am zweiten. Ist richtig. Und einfach drüber springen. Gut. Und jetzt diesen Sprung funktioniert. Gut. Da brauchst du nicht zwangsweise hoch. Ich will da aber zwangsweise hoch. Brauchst du nicht. Ich will da aber zwangsweise hoch. Und das war ein bisschen. Ja. Achtung, dafür. Ja. Wir hätten auch ihre Pyramiden besser bauen können. Ja. Ich hab wir jetzt hier feststecken. Nein. Für den Arsch. Nein! Tun wir nicht. Tun wir nicht. Achso. So. Das wäre ein bisschen sehr fies. Das ist böse. Unten, ich glaube es. Nö, das ist nur aufgezeichnet. Pass auf! Ja, wir hätten hier eigentlich selbst retten können. Ja, hätten wir. Natürlich hätten wir. 1-3. Jetzt habe ich es einfach gesagt. Ja, geil. Ich lade aber mal, falls nicht selbst date, bin ich nicht genial. So, jetzt mal zu deinem richtigen. Bitteschön. Ich fühle mich so wie der Meister der Hand, der so. Ich fühle mich wie der Meister der Hand, der jetzt über alles hier seine Hand hat. Der du aber nicht bist. Ich weiß es. So, bevor wir gleich den nächsten Part spielen, finde ich mal raus, wie viel Welten dieses Level hier, dieses Spiel eigentlich hat. Wir sind Welt 1-3. In einer der vermutlich noch einfachsten Welten im ganzen Spiel. Ja. Wo wir einfach schlicht und ergreifend fehlen. Sind wir nicht gut? Wir sind gut. So, aber ich glaube, das Überraschungsprojekt war an sich, aber ich sehe dafür, dass wir es nicht können. Eine geile Idee. Wenn ihr sowas öfter wollt, so Retro-Überraschungsprojekte, lasst mal ein fettes Like da. Und bringe sowas einfach mal öfter. Lasst's nicht da. Und an dieser Stelle tun wir es da safe staten. Kannst du noch sowas von mir verlangen? Aber, Stopp. Nur um sicher zu gehen. So. 1, 3.1. So. Was ist? Nix, ich würde halt weitermachen, ne? Achso, pardon. Jetzt kann man weitermachen. So. Da gibt's ja diese. Was sind das eigentlich für Viecher? Weil sieht man im nächsten Sphinx. Teil. Ja, ja, aber so angreifende Sphinx gibt's auch nur in dem Spiel irgendwie. So. Was auf. Ja, damals gab es noch keine Feuerblumen. Richtig. Ich habe tatsächlich mal eine Sache richtig erkannt. So, jetzt hol ich mir aber schnell was zum Trinken. In der Hoffnung, dass du das einfach mal nicht verreckst. Okay. Sonst weißt du, wie man Safe State loadet. Das ist mir ein Hobby. Permanent überall zu verkacken. Das ist der Hobby. Es ist mir ein Hobby. Weil zum Beispiel habe ich gedacht. Ja, die Sphinx kann ich töten. Das Ding ist nur, die kann ich aber gar nicht töten. Genau. Das müsste ich halt immer selbst lädt, ne? Nein, ich weiß, wie man Safe Dates lädt. Warte mal. Nein. Nein, nicht. Hier. Nein. Nein, hier. Hier. Laut. Ja, ja, ja. 1-3. Das sind 3. Ja. Okay. Ja, ja. Du hast es hinbekommen. An Chef dann zu laden. Wir sind alle so stolz auf dich. Hey, hallo.
So, und da haben wir das Level geschafft. Man glaubt's kaum. Nein. Oder doch. Okay. Haben wir? Haben wir. Wir haben es geschafft. Mit 10 Minuten immer noch in Ordnung. Und jetzt machen wir erstmal. Stopp! Stopp! Erstmal. Safen. Das ist jetzt immer noch 1-3. Oh. Egal. 1-3.2 speisen wir jetzt mal ab, nur für den Notfall. Thank you, Mario! Oh! Daisy! Jeez! Da war gerade noch Daisy da und da müssen Daisy retten. Aber dann war es wohl noch nicht, denn Daisy wurde fortgetragen. Und das ist ein komisches Bonus-Game. Wo wir 2 Leben bekommen, das hast du gut gemacht. Ich hab gar nicht. Und jetzt sind wir. Stopp. Ganz kurz hier, Welt 2-1. An dieser Stelle machen wir ein Saver rein. Warte mal. 1-1. Welt. Zwei. Pardon, warte. Hallo, was funktioniert das jetzt? Jetzt, es geht wieder. So. Piranhas. Ich glaube, es sind eine überschaubare Anzahl an Welten. Jetzt kommen wir doch relativ gut voran. Also kommen wir happy, das ist wirklich so. Wir kommen verhältnismäßig gut voran. Stell dir vor, wir würden das Ganze spielen mit unseren 2 Leben. Ja. Ja, dann werden wir jetzt irgendwo im Kosovo abgekratzt. Ja, wir sind auch so irgendwo im Kosovo abgekratzt. So, warte, wir haben eben vor der Anfang, ja, das ist geschwind unseren. Gesagt. Langsam wird es schon unübersichtlich mit den ganzen Welten. Natürlich kann ich alte einfach überschreiben. Ja, was vielleicht erstmal Sinn macht. Aber das kann die eh alle danach löschen, die Safe State zu den. Aber ja, beziehungsweise nein, ich behalte die, falls ich nochmal spiele, kann ich mich immer schön von Welt zu Welt ziehen. Ja. Ich kann sagen, schau mal, ich hab das Spiel in 10 Minuten durchgehabt. Ja. Das kann ich so oder so aber auch sagen. Ja, aber dann kannst du es mir beweisen und ich bin dann blöd. Hui. Ich find's lustig, dass du es blöd findest. So. Hui. Einfach nur, weil du dann Fake Beweise und ich mag Fake Beweise nicht. Fake News, all is fake news. Das war knapp. Just alternative news, nicht vergessen. Ja, ich lade. Oder nee, doch, warte, wenn wir eben vorne. Nein, lass mich. Na gut, dann. Lass mich. Jetzt lade ich den Safe-Set. Und jetzt müssen wir nämlich davon vorne anfangen, weil die Sache halt echt ätzend macht. Ne? Und so haben wir hier schon eine große Stürze, die uns tatsächlich weiterhilft. Weil ohne das, viel zu von diesem kostenlosen Emulator, wären wir jetzt am Arsch. Und sie hört wörtlich am Arsch. Nein. Doch. Werden wir. Nein. Übrigens kannst du dich auch freuen, Zelda-Projekte zu spielen, die auf dieser Insel laufen. Die du mit Tastatur steuern kannst. Oh, perfekt. Da kann ich dir nach dem Part gleich mal ein Beispiel zeigen, nur hast du for fun. Lass es nicht. Was? Lass mich damit in Ruhe. Nein. Du bist der beste Freund, den ich je hatte. Finde ich cool. Und deshalb hast du auch die Ehre, mit mir die ganzen Projekte zu spielen. Nein, die ich nicht alleine spiele. Das war ironisch gemein. Was? Sehr witzig. Genau. So, wir gehen weiter. Und schauen, ob da irgendwas. Da ist ein Stern. Ja, ich hab ihn überraschenderweise gemerkt. Aber nicht bekommen. Aber nicht bekommen. Wir waren nämlich tatsächlich zeitweise da oben, ist er noch. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich da wieder mitkomme. Doch. So. Das hätten wir an dieser Stelle safe daten sollen, aber wir machen es nicht. Ja. Wir machen es nicht. Wir können uns gar nichts. Was ist denn das? Ach, einfach drüber hüpfen, jetzt bist du bist immer noch im Sternmodus. Jetzt nicht mehr. Vielleicht gibt es da wieder einen Stern, wäre mal lustig. Nein, ich glaube immerhin einen One-Up. Den wir directly verlieren, wie wir den bekamen. So, und stopp jetzt mal ganz kurz an dieser Stelle. Halt, stopp. Weil wir sind jetzt so weit. Das safe-setten wir jetzt mal. Ja. Mach einfach 1 Punkt
2.1 speichern es doch einfach da. Ja, Punkt. Ich hab ja so, Zeit, ich kann jetzt. Ja, das ist doch eh so, dass während ich gerade mit einem Programm bin, immer Mikro anzumachen, was immer ausgeht, wenn ich nicht halt einen Tipp. Geiler Hotkey. Dass du währenddessen dann genug Zeit hast für Gott und die Welt. Okay, so. Da ging auch dahin. Jetzt da rauf, glaube ich, so. Hier unten durch. So, und da war das nächste Level geschafft. Es ging ja relativ schnell. Und wir haben in diesem Part irgendwie genauso schnell führen wollen wie die anderen Part, haben wir sogar noch Zeit für noch mehr. Ja. Also machen wir in diesem Part noch mehr. Aber stopp mal an dieser Stelle, machen wir jetzt mal wieder. Und ich glaube, so langsam kommst du einfach erst rein in dieses Game hier. Nein. Doch. Ja, so, und das beißen wir jetzt über. Und zwar in. Vier. Nee, warte, das weiß ich. Zwei. Okay, das hast du hier vertippt. So. Das ist ein bisschen verwirrend. Also wenn ich bei mir irgendwas anfasse, bei dir dann das aufhört. Soll ich dir nochmal ein Self-State geben? Wenn wir hier sind, gebe ich dir gesendet ein Self-State. Sind wir gerade am Anfang von der Welt wirklich im Vorteil. So, bitteschön. Und jetzt schau es auf mit der Mutterung mit den ganzen Self-States. Und diese Roboter sehen sehr physio Hightech, irgendwas. Physiotherapeutisch. Was? Ich komme jetzt auf Physiotherapeutisch. Ach was. Die Leute glauben manchmal tatsächlich, man könnte ihnen helfen. Jetzt nochmal das. An dieser Stelle macht die Safe-Set nämlich tatsächlich mal Sinn. Ich weiß, it's unbelievable, but it's real. Oh, it is. It is real. Safe Tech is real. Das wird der Videotitel. Ja, nachdem ich gerade gelobt habe, dass du irgendwie hier was Gutes machst, fängst du an wie so ein kleines Riesenbaby. Ja. Irgendwie rückwärts in die Scheiße reinzuspringen, ne? Ach was. So. Das hast du gut gemacht. Das machst du gerade alles sehr gut. So, das Ding explodieren, das ist echt gewöhnungsbedürftig. Ja. Ich glaube, es hatten nicht sogar nur ein Mario Game. Ich glaube, so manches Zeugs in diesem Game, was wir wussten, die anderen nichts mehr reingebaut haben. Ja. Ich meine, ich spiel mal den. Das hast du gut gemacht. Ja. Spiel mal den Nachfolger. Also, da kommt auch noch was als nächstes, Silvester. Spoiler Alarm! Aber der wird nice. Weil der zweite Teil ist besser als der erste. Weil der ist zum Beispiel in Farbe. Weg da. Ich hab's nicht. Jetzt hätten sie das hätte irgendwie safe. Ah ne, bist du das. Nee, jetzt ist. Sollen wir safe staten? Nein. Okay. Ja. Du bist so gut wie Fuzzi, das wissen wir eh schon. Das ist aber nichts Neues. Wenn du nicht ins Wasser springst, davor habe ich immer am meisten Angst, dass du irgendwie ins Wasser springst. Ja. Pass auf, duck das. No safe. Okay, safe state. Ich glaube, wir müssen jetzt erst öfter einstellen, wenn wir das Spiel irgendwie schaffen wollen. Ich habe so ein Gefühl. Passt schon. Mit deinem, du warst doch lustig, ne? Nein. Doch. Leute, wenn ihr öfter solche Überraschungs-Retro-Projekte sehen wollt, kann ich schon gerne mal machen, ne? Weil es gibt auch andere richtig coole Retro-Games, die ich euch so gerne mal zeigen wollen würde und zu meinem Kanal definitiv dazugehören, dass ich die irgendwann halt mal let's play. Das haben wir wieder sehr gut angebastelt. Ja, noch haben wir doch hier ein Leben. Ja, das ist mir egal. Na gut. Den allerletzten. Den allerletzten. Nach unten scrollen. Ja. Da, genau. Öffnen. Ich aber auch nicht. Was immer mit der Resten ungelogen.
Obwohl ich Linkshänder bin, machst du mit der Resten. Ja. So. Soll ich nochmal laden? Nee, jetzt. Jetzt nicht. Jetzt bekommst du es ohnehin. Okay. So. Ich weiß gar nicht, ob die Münzen uns vielleicht nicht doch irgendwas helfen irgendwann, aber ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass die uns irgendwann was helfen. Es kann sein, ja, dass sie uns aber auch nichts helfen. Bin mir da gerade erst unentschlossen, ob da irgendwas war oder nicht. Seid unsicher? Ist dieser Sprachfeld hier? Ja, wir können jetzt hier... Mann, du bist doch nicht Deutschlehrer, Alter. Digga, Bruder. Ich bin Deutschlehrer. Und das hast du gerade eine gute Kombi daraus gemacht. Das ist die einzige Sache in diesem Game, dass du gut machst. So. Ich kann mir so viele Random Parts draus machen, ne? Also, Random kennst du nicht, ne? Das war so ein Projekt, was ich mal das davon gemacht hatte. Best of im Prinzip von einem Projekt. Und da kamen nur alle Fails rein. Ja, deshalb nenne ich es auch Random und nicht Best of. So, das Ding kann mit seinem Kopf wackeln. Der Kopf wackelt, Dax. Sollen wir dir jetzt alles helfen? Nein. Sicher? Du hast ja gerade zwei Leben, ne? Okay. Es wäre halt vielleicht sinnvoll. Also jetzt einfach das Ding, das alte, das, ja. Also einfach speichern. Ja, das ist auch mein Plan. Natürlich, es reicht auch jetzt. Ja. Sobald ich zur dritten Welt wieder einen neuen mache. Also ich mache zu jeder Welt einen neuen Safe-State immer. Und dann kommen wir in der Welt untereinander das Dingsen. So. Frage, warum? Gibt es da Seepferdchen, die Feuer spallen? Das war knapp. Ich muss Feuer auf mich werfen. Und... Warum? Das ist so scheiße. Das denke ich mir auch gerade. Definitiv. So, an dieser Stelle hat das, glaube ich, mal ein Safe State. Das ist für uns alle recht angenehmer und korrupter. Ja, Korruption ist wichtig. So. Mehr Korruption. Ich sehe schon. In dem Part sagt mir noch das Level. Und dann geht es im nächsten Part dann weiter mit der Welt 2, 3. Okay, nochmal. Und ich glaube, es sind vier Welten insgesamt. Was nochmal laden? Ja. Ich glaube, es sind insgesamt vier Welten oder so, also es ist relativ absorbar, dass wir das noch heute hinbekommen werden. Ich bin zuversichtlich. Wärst du nicht zuversichtlich, bist du klar. Warte, ja. Auf was, auf bessere Seiten? Nein, ich glaube, dass ich es schaffe, das nicht definitiv zu besiegen. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne selbst gespeichert. Das konnte man sich, glaube ich, im realen Game auch ducken, aber wie das jetzt in der Emulator-Engine geht, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht können wir es auch nicht ducken, es ist bei mir unnutzlassen, ich weiß es gerade nicht. Vielleicht war das auch eine Neuerung, die es erst im zweiten Teil gab. Von Game of Thrones, in Farbe, habe ich schon mal gesagt. Ich lade mal wieder Safe State, weil es viel Spaß macht, ne? Es sieht echt aus, als wäre ich ein absolut guter Anfänger und ich kann euch beruhigen, das ist so. Zumindest in dem Game, man sieht es einfach überall. Everywhere where you go! Also, du, der Speedrun in diesem Game liegt in 10 Minuten. Huh? Der Speedrun-Rekord war, glaube ich, 10 Minuten fürs ganze Game. Ja, das machen wir. Nee, wir sind jetzt längst drüber. In der Welt 2-2. Ja. Ich kann dich beruhigen, so viel ich weiß, ist da tatsächlich nicht. Doch, das im zweiten Teil war nämlich mal Wario, der Böse. Also Wario, nicht Mario. Und nicht Bowser. Sowas gibt es dann ist ja auch mal. Irgendwann. Irgendwie. Irgendwo. Und hier siehst du übrigens mal den Vorteil vom 2-Bildschirm-Prinzip, ne? Naja, weil du auf dem einen Bildschirm spielen kannst, während ich auf dem anderen das schön aufnehmen kann. Du kannst da nicht weiter zurück. Nein. Habe ich im ersten Part erklärt, dass das in diesem Game nicht geht. Das ist übrigens auch bei allen. Das ist bei allen anderen 8-Bit-Games auch so. By the way. Mach mal. Was denkst du, was ich gerade beim Machen bin? Viel schneller kann ich auch nicht arbeiten. Sag mal, das ist unsere Katze. Oh, ja. Sag mal, sie reinlasse. Ja.
Ja, die will, glaube ich, rein. Ich lasse den Magus mit rein. Du spielst währenddessen weiter. Weißt du, wie man Self-State setzt? Ich bin dabei. Ach, Herrgott. Okay. Ich weiß es doch nicht. So, hier. Ja, so. Es ist brutal. Nein. Also, wer das jetzt nicht versteht, warum lade ich immer? Ich habe gerade 3 One-Ups und das will ich behalten. Brachenderweise. Ich bin selbst noch meine Intelligenz überrascht. Nee, irgendwie traurig. So, hier. Ich rufe mich nicht, ich sagte nicht, aus. So, perfekt. So. Hey. Ich gehe einigermaßen sogar. Krass. Das habe ich mir schon immer gewünscht. In den alten Mario-Spielen, dass man da endlich mal eine Möglichkeit einbaut, fleischfressende Pflanzen zu töten. Ja. Hier sieht man warum. Ja, die steckt da drin und immer, exakt dann, wenn ich da drauf steige, dann kommt sie raus. So. Nein, doch nicht. Irgendwie ist das auch einfach tot. Okay. Egal. Ja, wir geschafft. Mal sehen. Die Sekunden werden jetzt so einen Score einfach nicht berechnen. So. Safe. Hier. 2 Punkte. So. Was auch immer. Oh. Ich hab die Aufgabe, was zu tun. Das ist bitter. Oh. Wieso? Warum geben die mir die Aufgabe, was zu tun? Das ist unfair. Okay, ich lade hier nochmal und versuche hier einfach nochmal komplett besser durchzukommen, weil das nächste Level scheint echt seltsam zu sein. Und ich hasse seltsame Sachen. Perfekt. Nein, nochmal. Dann mache ich das halt nicht. Halt. Stopp. Ja. So. Jetzt sind wir weitergekommen, wie es hier nicht. Ja. Wo ist 3? Ja. Hast du selbst jetzt gesetzt? Ja! Ja! Ja, Meister. Eigentlich wollte ich erst im nächsten Part machen, na gut. Dann spielen wir noch so lange, bis du einmal verreckst. Und machen dann... Ich glaube nicht, was ich hier zu tun. Das, okay, jetzt weil also. Nein. Wie ist... Was? Das ist komisch, da kann man nicht springen. Also, wie es weitergeht, Sam, hier im... Hallo? Okay, wie es weitergeht, Sam, im nächsten Part. Macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal. Und ciao!